Kommissarin Sherlock ermittelt. Was macht denn nur der Schuh, der nasse, allein in jener dunklen Gasse? Und dort ein Fuß, ganz ohne Bein. Mir scheint, er blutet wie ein Schwein. Wird sich vielleicht mal jemand kümmern? Ich kann nicht. Steh hier zwischen Trümmern und muss erst noch ein Foto machen von mir und den zersprengten Sachen. Das gibt's doch nicht. Käm irgendwer jetzt bitte mal zum Tatort her? Ich sagte doch, ich kann jetzt nicht. Es hat hier grad so ein geiles Licht. Und siehe da, mit festem Schritt naht Kommissarin Sherlock, tritt, dieweil der Schreihals Bilder macht, zum Tatort hin in finstrer Nacht und hat, was hier wohl ist passiert, gleich en Detail analysiert. Wenn jetzt auch noch ein Winseln wär. Und siehst du nicht, ein kleiner Bär von einem Hund pinst leis heran. Er hatte wohl den Schuh vom Mann, der mit dem Gassi war, zerbissen und sich vom Halsband losgerissen. Worauf der kleine Deserteur erschreckte einen Dekorateur, der seiner Puppe Fuß ließ fallen. Den nahm der Hund samt Schuh beim Knallen von einem alten Vierzylinder, floh in die Gasse, in der Kinder, ob ihm sogleich die Flucht antraten. Eins fiel dabei auf einen Spaten, hat sich das Schienbein aufgescheuert, daher das Blut. Und Michel Bleuert, der tumbe Selfie-Fotograf, fiel über einen Wandegraf-Bandgenerator, der dort stand, elektrisierte seine Hand, fiel in ein Fenster, in ein Tor, riss von der Wand das Wasserrohr, sodass zum Mond das Wasser schoss. Kein Grund zur Panik, Sherlock schloss und ging zufrieden in die Nacht. So war's. Wer hätte dies gedacht? Ja, wie gesagt, da wusste ich am Anfang nicht, was am Ende bei rauskommen wird. Ein Kalenderblatt. Der Auerochse, kurz auch Uhr, erscheint mir schon ein wenig stur. Denn trotz, dass längst er ausgestorben, hat er sich um den Platz beworben als erster Ochs im weißen Stall. Und gerade als wäre es Karneval, wurde er gewählt von Patrioten mit Schweinekopf und Hundepfoten, umweht von 100.000 Mücken, geschmückt mit gelben Föhnperücken. Nun sitzt der Uhr, sprich Our Ox, in einer weiß getünchten Box und kann nicht raus, weil es gewittert. Drum spielt der Präsident und twittert.